Ich habe heute wieder ein 7-Sachen-Video für euch vorbereitet und wir schauen uns die Sachen jetzt mal an. Ich habe das hier schon zum Teil auf dem Tisch liegen, aber wir gehen einfach mal der Reihe nach alles durch. Wir fangen mal mit der Mini Evolution an. Das ist eine kleine Stanzmaschine mit einer Durchlaufbreite von, wir müssen mal eben gucken, wie das genau ist mit der Platte, 3 Zoll. Ist die Platte. Das heißt, alles an Stanzformen, die maximal 3 Zoll breit sind, beziehungsweise in Zentimetern, sage ich euch das auch schnell, das sind 7,5, naja 7,6, wenn man es ganz genau nimmt, könnt ihr hiermit stanzen. Das ist halt praktisch, wenn man die einfach immer auf dem Tisch haben möchte und nicht mit der großen Maschine hin und her. Oder einfach nur ab und zu mal stanzt, eigentlich auch nur kleine Sachen stanzt und die große Maschine gar nicht braucht. So sieht die aus. Wir haben hier so einen der kleinen Hebel, der ist für diesen Fuß und deswegen habe ich mir hier auch gerade so eine Schneidematte hingelegt, denn meine eigentliche Unterlage, an der wird es sich nicht festsaugen. Aber auf, zum Beispiel auf der Schneidematte oder auf einfach eine normale Tischplatte bekommt man die damit schön fixiert. Ihr bekommt in dem Starter-Set die Platten, die ihr braucht zum Stanzen. Ihr bekommt 2 Embossing-Folder, ihr bekommt einen Schwung Papier in Weiß und in Creme, eine Anleitung und ein Set Stanzformen. Das sind 8 Stück, Kreise mit Stickrand. Also die Anleitung, wenn man die liest, gibt es also im Prinzip nur eine Sache zu beachten. Das ist mir nämlich am Anfang passiert. Ich habe es falsch gemacht, aber das sieht man halt auch an meinen Platten, was ich falsch gemacht habe. Nämlich, die graue Platte ist zum Stanzen da, nur zum Stanzen. Und das ist die, in die sich die Stanzform reinsetzt. Also man baut es eben so, Platte, Papier, Stanzform mit der Schneideseite nach unten. Und dann, mein zweiter Fehler, dann die Platte B, nicht die Platte E. Die sind sich total ähnlich, aber wenn man ganz genau guckt, sieht man, dass die eine einen Hauch dicker ist. Und das ist auch wichtig, denn das funktioniert nur mit der. Also Platte Nummer B, die ist zum Stanzen. Und E für Embossing, haha, benutzt man dann in Kombination mit der B-Platte, E, Papier, Folder. Das können wir ja mal eben machen. Papier rein in den Folder, B und E. Jetzt ist egal, welche oben ist und welche unten. Da wird ja keine Wahl beschädigt beim Embossen. Und dann geht das hier durch. Und so sieht das dann im Ergebnis aus. Wir können auch einmal schnell was stanzen. Das hier ist übrigens, wir können die ja mal messen, 3,5. Also 3 mal 5 Zoll ist das ideale Papiermaß. Also ihr solltet euch dann am besten zum Stanzen euren Nachschub auch schon so zuschneiden. Dann geht das recht flott. Dann braucht man nicht lange gucken, dass man passendes Stück Papier hat, was dann eben hier durchpasst. Also graue Platte, Papier, Stanzform mit der Schneideseite nach unten. Und die B-Platte. Das Knacken ist völlig in Ordnung und nicht weiter schlimm. Und hier ist das Ergebnis. Die Platte sieht dann so aus, ich habe es ja schon mehrmals gestanzt, jedes Mal kommt dann ein neues geheimes Zeichen dazu und ich denke mal, irgendwann wird sie einfach fertig sein und die gibt es dann separat als Ersatzteil nachzubestellen. Wenn man sich vertut, so wie mir das passiert ist, dass man erst die Stanzform drauflegt, dann das Papier und dann die Platte B, passiert das, dass man eben auch hier so eine Stanzabdrücke in der Platte hat, aber das tut dem Ganzen keinen Abbruch, funktioniert genauso gut immer noch. Ich will es jetzt aber nicht noch mal vormachen, mir reicht es schon, dass ich jetzt hier das eine drin habe. Also auf jeden Fall immer andersherum. Jetzt erst das Papier, dann die Stanzform und dann die Platte. Und wichtig,
USB-Platte. Ja, das ist die Mini Evolution. Also nicht nur, dass sie sehr, sehr praktisch ist und sehr, sehr schön sich auf dem Tisch macht und einfach sehr, sehr praktisch. Also man sie einfach nicht wegräumen muss, weil sie einfach dauerhaft auch dastehen kann. Das ist an der sehr, sehr praktisch. Und sie sieht einfach total niedlich aus. Also, finde ich. Als nächste Sache habe ich euch mal die Squid Inks mitgebracht. Die haben wir schon eine ganze Weile im Shop und ich habe mich gefragt, was daran jetzt eigentlich Besonderes. Außer, dass sie von Jane Davenport sind und dadurch natürlich einen gewissen Celebrity-Faktor haben und irgendwie es witzig ist in dieser Form. Diese, ich glaube, es soll eine Schwanzflosse sein. Was ist jetzt eigentlich daran das Besondere? Was ist anders? Oder ist es einfach nur hübsch? Und ich habe sie ausprobiert. Sie nennen sich ja Hybrid. Das bedeutet ja eigentlich immer, dass sie sowohl Tinte als auch Pigmentfarbe sind. Zumindest habe ich das immer so verstanden. Hier steht dazu nichts weiter. Hier steht All Purpose, also für alle Anwendungen. Säurefrei, archival, wasserfest, Alkoholmarker-friendly, wenn sie trocken, once dry, also wenn sie trocken sind, fade und smear resistant, also verbleich- und schmierresistent, auf Glas, muss man es mit Hitze fixieren, also Hitze fixieren auf Glas, Stoff, Holz, Plastik, Metall und Ton. Not to be taken internally, ja, dass wir das nicht essen, ist uns eigentlich klar, das braucht man nicht draufschreiben. Das fand ich grundsätzlich ganz schön. Also sie stapeln sich schön und sie klicken nicht zusammen. Das ist auch schön. Es gibt auch Stempelkissen, die klicken zusammen. Wenn man sie dann auseinander nimmt, dann macht man den Deckel der obersten Farbe ab. Das ist hier nicht so. Also sie stehen sicher ineinander, aber sie sind nicht zusammengeklickt und man hat hier schon gleich die Farben drauf. Die Farben ist eins der Highlights, finde ich. Das hier und auch die anderen farbigen sind einfach wirklich ganz tolle Farben. In der Benutzung sieht man das eben hier hinten, liegt es schon irgendwie interessant in der Hand. Das ist halt echt schon eine witzige, coole Form. Also nicht nur witzig, sondern auch wirklich, wirklich handlich. Stempelt super, habe ich überhaupt nichts weiter dran auszusetzen. Es lässt sich nicht embossen, das habe ich herausgefunden. Ich mache mal ein paar Probeabdrücke. Die Farben finde ich total schön. Also dieses Blau, das Türkis, deswegen muss ich die auch unbedingt behalten, sind sehr schön. Das Weiß lässt sich auf Schwarz stempeln, sieht man dann noch ganz gut. Hier drüber, wenn man das noch erahnen kann, den leichten Schatten, wahrscheinlich nicht. Da habe ich es versucht, ob das Türkis sich auch auf Weiß stempeln lässt. Aber die Antwort ist nein, aber das Weiß kann man auf Schwarz stempeln oder auf dunklen Papieren stempeln. Und hier seht ihr das Ganze einmal auf Vellum. Auf Vellum braucht das eine Zeit zu trocknen. Ich habe das dann mit einem Heißluftföhn getrocknet. Und das Schöne war, solange es noch nicht getrocknet ist, lässt es sich halt noch embossen. Das seht ihr hier bei diesen beiden. Ich hoffe, man sieht in der Kamera den Unterschied. Das hier ist nicht embossed, das ist einfach nur gestempelt und dann mit Hitze getrocknet. Und die hier sind alle gestempelt und solange es eben noch nass, habe ich das Ganze dann klar embossed mit super feinen Embossing-Pulver. Das kann ich jetzt berichten zu diesen Squid Inks. Also ich würde sagen, sie sind jetzt kein ultimatives Must-Have, aber sie haben durchaus ihre Daseinsberechtigung und sind deutlich mehr als einfach nur eine Modeerscheinung, ein Celebrity-Artikel, sondern sie liegen wirklich gut in der Hand. Sie sind also wirklich gut in der Hand. Es sind echt schöne Farben. Sie sind wasserfest, weiß stempelt auf schwarz. Es lässt sich, zumindest auf Vellum, wo es nicht sofort trocknet, embossen. Auf Papier trocknet es sofort und lässt sich nicht embossen. Das ist noch wichtig zu wissen. Ich habe keine Alkoholmarker, also doch irgendwo, aber ich wüsste jetzt gerade nicht, wo ich suchen sollte, sonst hätte ich das auch noch getestet. Aber wenn hier steht, dass sie Alkoholmarker-friendly sind, dann kann man eben auch schwarz stempeln und das Ganze dann mit Copics etc. kolorieren. Und es heißt ja auch waterproof, also sollte es auch kein Problem geben zu stempeln und dann mit Wasser, mit Aquarellfarben oder
wasserbasierten Markern zu kolorieren. Die dritte Sache für heute ist eigentlich witzig, aber das fiel mir im Lager in die Hände, weil ich dachte so, ich brauche noch ein paar Alphabete und ich mag diese einfachen, schlichten Schriftarten immer so gerne und da habe ich das gefunden und das Produktbild sah nie so schön aus, wie das hier in echt ist. Deswegen dachte ich, okay, das ist was fürs Video, das muss ich euch ja mal zeigen. Ich habe jetzt gerade nicht die Kollektion im Kopf, also dies ist schon älter. Also ich glaube, das ist aus einer Pebbles-Kollektion. Ich verlinke euch das auf jeden Fall ja unten in der Infobox, dann seht ihr, aus welcher Kollektion das ist. Es ist nicht so richtig matt, aber fast und es ist einfach so schön. Es sind Foam-Buchstaben. Der Kern ist auch weiß, wenn ihr das hier so erkennen könnt. Und nur die oberste Schicht ist Gold, aber eben so ein tolles Gold. Nicht so protzig Gold, so übertrieben, sondern einfach nur schön elegant. Und das gefällt mir richtig gut. Und ich mag sowieso diese Schriftart total. Und da habe ich mich riesig gefreut, als ich die entdeckt habe. Ich weiß auch nicht, als die Kollektion aktuell war, ist es mir durchgegangen. Oder ich habe auf dem Produktbild gedacht, nee, komm, ich will kein Gold. Wie so oft ist das hier auch wieder eine späte Liebe und die musste ich dann jetzt auch ganz unbedingt mit euch teilen. Dann habe ich euch diese Stempel mitgebracht, die Stempel und die dazu passenden Stanzformen, denn die sind absolut genial. Die Ticketstanzform von Tim Holz, ich gucke mal hier raus, das sind 6 Stück. Im Prinzip jede erdenkliche Ticketform. Und die passen einfach perfekt mit dem Tim Holz Ticket Stempelset zusammen. Ticket Booth ist das Stempelset und die lassen sich wunderbar hiermit kombinieren. Ein paar habe ich mal für euch als Beispiele gestanzt und gestempelt. Nicht alle passen perfekt. Hier hätte ich es wahrscheinlich einfach besser hinkriegen können, dass das hier exakt gestempelt ist. Aber auch Tickets sind ja nie perfekt. Hier ist nochmal eins unbestempelt. Und das könnt ihr natürlich, da könnt ihr natürlich euch austoben auf den unterschiedlichsten Papieren. Hier richtig klein, so richtig perforiert, ne? Die unterschiedlichsten Papieren und unterschiedlichsten Stempelfarben. Und natürlich kann man auch ganz andere Stempel dafür benutzen. Ich hatte noch überlegt, das auszuprobieren mit Klartextstempeln, aber wir haben jetzt ja keine direkten Ticketstempel, aber man kann natürlich mit ganz normal einfachen Wortstempeln hier auch die Tickets füllen. Das werde ich bei nächster Gelegenheit dann mal ausprobieren. Ja, also die Ticketbooth-Stempel und die, jetzt lass mich gucken, wie das genau heißt, steht nicht drauf. Ich denke mal auch einfach Ticketbooth. Wahrscheinlich habe ich schon irgendwas verbummelt, was hier noch bei war. Es ist ja auch kein Barcode oder irgendwas drauf. Also ich würde mal sagen, die heißen auch Ticketbooth. Auf jeden Fall verlinke ich euch die, dann findet ihr sie in jedem Fall. So, meine nächste Sache ist ganz schön groß. Ich versuche es mal irgendwie hier reinzukriegen in die Kamera. Das ist ein Papierständer für 12x12 Papier. Natürlich geht es auch für DIN A4 oder DIN A4 quer, DIN A4 breite, also DIN A4 längs ist ja, sind ja im Prinzip normale Büroablagekästen, da braucht man das nicht. Es sei denn, man findet es so schön und bei Türkis bin ich halt sowieso immer Feuer und Flamme. Dieser Papierständer hat 1, 2, 3, 4, 5, 6 Etagen und die sind jeweils ein Stück, ich versuche das mal irgendwie euch zu zeigen, ein Stück herausziehbar. Was echt praktisch ist, wenn man, ich habe jetzt gerade keine 6 Papiere, aber ich habe hier 6 Layouts und ich lege mal auf jeden einen drauf. Und das ist ja auch 12x12, deswegen dürft ihr jetzt mal hier mithelfen. So, wenn ich das so auf meinem Tisch, wenn ich das so auf dem Tisch stehen habe, dann ist oben ist natürlich einfacher, aber hier kann ich dann ganz einfach, komme ich da sehr viel leichter ran.
als wenn ich hier reingreifen muss. Ne? Ihr seht das, versteht das System. Die jeweilige Höhe der Fächer ist also mit Spiel, und wir haben ja hier auch noch diese kleinen diese Metallstreben, die ein bisschen was dann von der Höhe nehmen, würde ich mal sagen 1,5 Zoll, beziehungsweise 4 cm. Okay, damit ist es mit dem 1,5 nicht ganz richtig, also 1,75. Also 4 cm, 1,75 Zoll, das ist die Höhe, die ihr hier reinbekommt. In der Gesamthöhe ist der, naja, wir müssen fairerweise, hier sind so kleine Griffe, das müssen wir jetzt fairerweise bis dahin einmal messen. Das sind 12,75 Zoll und beziehungsweise 32, ungefähr 32,5 cm und in der Breite 33,5 beziehungsweise 13 Zoll und ein Keks und in der Tiefe 13,25 Zoll beziehungsweise 33 cm. Es lässt sich total easy auf- und zubauen. Ihr seht ja schon, die sind hier lose. Die werden hier einfach dann so reingelegt in das dreiteilige Außengerüst, das auch einfach nur ineinander gesteckt ist. Und wenn es dann fertig steht, gibt sich das alles gegenseitig die nötige Stabilität. Haben wir hier nur die drei Seitenteile und ihr seht schon, hier hinten ist das so ineinander gesteckt und dann fängt man einfach an und setzt die Böden ein. In das IKEA Kallax Regal passen die nicht rein, eigentlich sind sie dafür aber auch zu hübsch. Also das ist schon ein Schmuckstück eher auf dem Tisch, als dass man es jetzt ins Regal verschwinden lässt und dann am Ende ja sowieso nur noch die vorderen Kanten sehen kann. Ja, das ist also das Crate Paper Storage Rack. Ich hoffe, ich sage das jetzt richtig. Ich verlinke es euch auf jeden Fall, wie immer, unten in der Infobox. Und dann habe ich hier noch den 3-in-1 Corner Rounder, Eckenrunder von Nubia Memory Keepers. Den die Kamera gerade gar nicht so richtig mag, den rausgesucht. Den gibt es auch noch in Weiß von Project Life. Grundsätzlich ist es dasselbe. Wir haben hier in einem Stanzer die Eckenrundung 10 mm, 4 mm und 7 mm. 7 mm ist die Rundung der Project Life Karten. Das hier ist eine schöne, eher spitze Rundung und das eine schöne, großzügige Rundung. Finde ich sehr praktisch, total platzsparend, handlich, alles in einem Gerät und es funktioniert super. Und dann habe ich noch diesen tollen Multicolor-Pencil mitgebracht, der ist mir bisher auch nicht aufgefallen, den haben wir schon eine ganze Weile im Shop. Das ist aus der Creative Devotion Kollektion, das ist eine Bibel-Journaling-Kollektion, aber dafür muss man den Stift ja gar nicht unbedingt benutzen. Man kennt das Ganze ja von Kugelschreibern mit mehreren Minen drin, das ist mir jetzt nicht neu, aber das hier sind Buntstiftminen. Wir können uns die ja mal kurz alle anschauen. Es sind insgesamt 8 Farben. Und zwar hellblau, grün, gelb, rot, lila,
orange. Und dunkelblau. Finde ich total klasse. Ist Spielkram irgendwie, aber für unterwegs auf jeden Fall super, weil man nur einen Stift mitnehmen muss und hat gleich 8 Stück dabei. Für Kinder vielleicht auch ganz nett, sicherlich nichts für die Allerkleinsten, denn dafür ist es dann doch zu gefährlich, dass die Mine abbricht. Man muss schon ein bisschen gucken, dass man die, es ist halt wie so ein Fallminenbleistift. Ich denke mal 2 mm hat die Mine, aber ja, für größere Kinder, für Schulkinder dann sicherlich super. Ja, damit sind wir durch für heute. Das waren die 7 Sachen. Ich werde mal gucken, dass ich hier noch so viel wie möglich einmal ins Bild hole. Guck mal, da haben wir sogar alle 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wie immer, Links sind alle in der Infobox. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.